Also diese Gespräche sind für mich so wichtig. Ich habe auch ganz liebe Freunde. Ich habe einen ganz lieben Sohn und Enkel und Schwiegertochter und auch liebe Freunde, die natürlich versuchen, mich zu unterstützen. Aber direkt mit dieser Krankheit kann ja keiner so richtig was anfangen. Und das können nur Menschen, die auch solche ähnliche Krebserkrankung haben, beziehungsweise wie zum Beispiel Frau von Lukas, die sich damit beschäftigt. Sie hat Fragen, die ein Außenstehender nicht so einfach beantworten kann. Renate Strusenberg nimmt heute an der Entspannungsgruppe der Krebsberatung in Rostock teil. Sie hat einen Blasentumor. Die Zeit während und nach der Chemotherapie war nicht leicht. Die Krebsberatung mit Marion von Lukas in Rostock war für sie eine wichtige Stütze. Das war für mich so überwältigend, weil ich solche Probleme auch hatte, plötzlich mit diesem Krebs. Und mit ihr ein Gespräch zu führen, das war für mich ganz, ganz wichtig. Und ich bin schon zweimal wieder hier gewesen und das gibt mir ganz viel. Etwa 40% aller neu erkrankten Krebspatienten benötigen eine Beratung, um die Diagnose auch nach durchgeführter Therapie verarbeiten zu können. Jeder 10. Betroffene braucht eine psychoonkologische Therapie. Also meine Aufgabe als Psychologin und Psychoonkologin besteht darin, für Krebserkrankte oder ihre Angehörigen da zu sein. Das bedeutete im Vorfeld erstmal Organisation, Aufbau der Krebsberatung in MV, weil es ambulant dort noch keine Angebote gab. Das war also erstmal eine Struktur zu schaffen. Und nun haben wir diese zum Glück seit Juni 21 und haben verschiedene Teams. Und hier in Rostock arbeite ich dann als Psychologin in den Gesprächen, dass ich also die Betroffenen berate, mit ihnen Strategien entwickle, wie sie mit der Erkrankung anders umgehen können. Unterstützt werden die Ratsuchenden entweder im psychologischen oder im sozialrechtlichen Bereich. Mit dem Aufbau einer ambulanten psychosozialen Beratung werden seit 2021 möglichst flächendeckend Anlaufstationen angeboten. Diese fangen die Betroffenen nach der Primärtherapie niedrigschwellig und möglichst wohnortnah auf und begleiten sie. Das ist, hat eine sehr, sehr große Bedeutung für mich. Also es war immer schon ein Anliegen. Ich habe früher in einer Klinik gearbeitet und immer vermisst, dass es keine ambulanten Angebote gab, wohin ich die Patienten weiterverweisen konnte. Und jetzt bin ich also sehr froh und auch sehr stolz, dass wir es geschafft haben, diese Angebote jetzt vorzuhalten und weiterzuentwickeln. Und dass ich da tolle Mitarbeiterinnen habe, die das mit mir mit Leben füllen. Ob das nun hier in Rostock ist, in Greifswald und neu auch in Parchim, dass wir da versuchen, jetzt wirklich sehr gute und nützliche Angebote für die Betroffenen zu gestalten. Jeder kann zur Krebsberatung kommen. Die Termine werden kurzfristig vergeben. Marion von Lukas stellt sich vollkommen auf die Ratsuchenden ein. Professor Klar nahm als Chefchirurg in der Unimedizin Rostock hunderte Krebsoperationen vor. Seit fast 10 Jahren engagiert er sich als Vorsitzender der Krebsgesellschaft MV für eine umfassende Krebsbehandlung im Nordosten. Ja, unser Hauptanliegen ist, Krebsbetroffene in allen Phasen der Erkrankung zu begleiten, zu unterstützen, ihnen Hilfe zu sein, Rat zu geben und sie zu stärken. Die Krebsgesellschaft hat derzeit 115 Mitglieder, überwiegend Privatpersonen, aber auch Institutionen und Vereine sind dabei. Finanziert wird sie zu 80% vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen und zu 15% vom Land Mecklenburg-Vorpommern. 5% Eigenmittel generieren sich aus Spenden. Wir waren eine ganz kleine Krebsgesellschaft bis vor 3 bis 4 Jahren. Dann ist das Ministerium darauf aufmerksam geworden in Diskussion mit uns, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern gar keine ambulante Krebsberatung haben, nur bis auf ganz wenige Initiativen. Und damals hat Minister Glawe gesagt, das geht so nicht, wir müssen das auch bei uns aufbauen. Und jetzt aktuell, Frau Ministerin Drese unterstützt uns ausgesprochen.
was nötig war, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, Krebsberatung aufzubauen. Über viele Jahre ist die Krebsberatung vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit 130.000 Euro unterstützt worden. Jetzt aufgrund der spürbaren Finanzengpässe durch die Corona-Pandemie ist diese Finanzierung auf 110.000 Euro reduziert worden. Von der Krebsgesellschaft MV gibt es einige Angebote. Neben den Entspannungsübungen gibt es noch die körperliche Kräftigung in Form von Yoga und Krebs und die Kunsttherapie. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn er ähnliche Probleme hatte, versuchen Sie, Gespräche zu finden oder einen Gesprächspartner zu finden, denn das hilft in jeder Beziehung. Also so sehe ich das so insgesamt. Renate Strusenberg genießt die Zeit bei der Krebsberatung sehr. Diese gibt ihr Halt und Stärke. Die Angebote sind für die Betroffenen übrigens kostenfrei.